Amerika hat den ersten schwarzen Präsidenten und trotzdem erfahren wir hier, dass Rassismus ein Riesenthema ist. Wie kommt das? Das hat hier vielleicht mit dem Ort zu tun. Die Southern Conference ist der Beginn der Südstaaten, gehört also zum südlichen Amerika. Und das ist ein historischer Ort für die Sklaverei. In Jamestown wurden die Sklaven angelandet und behandelt wie Güter, wie Dinge, wie Sachen. Und dann, sie wurden hier versteigert. Es gab hier Orte, wo Farmen da waren, die die Sklaven disziplinieren sollten, durch Arbeit und Prügel. Und es gab hier ein Zentrum der Heilung, wo Sklaven sich hinflüchten konnten. Und dann gab es Entwicklungen, dass sie eine vernünftige Ausbildung bekamen, sodass sie für sich selber Selbstbewusstsein, Selbstrespekt entwickeln konnten und darum kämpfen konnten, auch einen akzeptierten Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Also das hat sehr viel mit dem Ort zu tun und dann natürlich mit der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten, dem ersten Schwarzen, aber man muss eigentlich ja sagen, halb und halb, seine Mutter war weiß, also halb und halb, halb schwarz, halb weißen Präsidenten. Aber das bedeutet viel für dieses Land und deshalb kommt diese Frage neu hoch, was heißt das eigentlich? Und ist die Frage der Rasse wirklich überwunden? John Thomas hat das deutlich gemacht. Hier ist Stephen, unser Conference Minister, hat gesagt, nein, nein, es ist nicht nur eine Frage der Rasse, sondern des Rassismus. Denn wenn man sieht, wie viele Leute sind im Gefängnis, dann ist das die große Mehrzahl Schwarzer. Wenn man sieht, wie ist das mit den Leuten, die keinen Job haben, der Arbeitslosen, ist die große Mehrzahl Schwarzer. Wenn man sieht, wie das ist mit den Möglichkeiten der Ausbildung. Also, man sieht, es gibt Indikatoren, die deutlich machen, dass es durchaus noch Rassismus in dieser Gesellschaft. Und mit einem Präsidenten einer anderen Hautfarbe, der also auch die Tradition der Afroamerikaner in seiner Person mitträgt, wird die Frage wieder wichtig. Diese Präsidentschaft, macht sie deutlich, dass Rassismus überwunden wurde? Oder gibt sie die Chance, über den Rassismus in dieser Gesellschaft in neuer Weise zu reden? Das ist das, was, glaube ich, hier klar werden muss. Und es gibt sehr engagierte Schwarze, die sagen, Rassismus muss noch in ganz anderer Weise in der amerikanischen Gesellschaft thematisiert werden, denn es wurde bisher nie offen thematisiert. Es wurde nie offen thematisiert, dass es eine systematische Benachteiligung Schwarzer gab. Es wurde nie offen thematisiert, dass es eine ganze Gesetzgebung gab, die die Schwarzen diskriminierte und zu sozusagen lebendigen Maschinen machte. Nichts anderes ist Sklaverei. Sklaverei, das sind die Maschinen. Sodass also größere Produktionen möglich waren, wie eben in den Baumwollfeldern. Und das wurde nie offen diskutiert, sagen viele Schwarze hier. Und aus diesem Grunde gehört das ganz anders auf die Tagesordnung, bis hin zu dem Punkt, dass die Weißen in diesem Land sich nie dafür entschuldigt haben. Und die Frage, ob es dafür noch etwas so wie eine ausgleichende Gerechtigkeit geben muss. Denn diese schwarze Sklaverei hat dazu geführt, dass es einen ungeheuren Reichtum auf der weißen Seite gab, verbunden mit ganz vielen Profiteuren, von den Schiffsmaklern bis zu denen, die das alles versichert haben, die also auf der weißen Seite unglaublich davon profitiert haben. Und dieser Reichtum geht ja durch bis heute. Und die Benachteiligung geht auch durch bis heute. So gibt es noch die Frage eines auch materiellen Ausgleichs. Alles das sind Fragen, die sind hier neu deutlich geworden. Also das ist schon etwas, was mit diesem Ort zu tun hat und mit diesen Menschen, die Verantwortung tragen, in der Southern Conference. Und die Southern Conference ist insofern nicht vergleichbar mit vielen anderen Conferences in der United Church of Christ, weil sie eben schwarze-weiße Gemeinden hat, aber weil sie hier im Süden an diesen historischen Orten liegt und der Conference Minister und auch die Conference selber sagt, dieser historische Ort ist auch eine Aufgabe für uns, diese Fragen wachzuhalten, sowohl in der United Church of Christ wie auch in der ganzen Gesellschaft.
Was lernen wir für unsere Kirchengemeinschaft aus diesem Besuch? Ja, das Spannende ist ja jetzt, dass wir einen Partner haben, der von diesen Fragen geprägt ist. Und das ist jetzt für uns dann nicht akademisch, sondern Gemeinschaft heißt ja, dass diese Fragen sozusagen hineinwandern, auch in unsere Kirche. Und wir sagen, so, was heißt das für unsere Gemeinschaft und was heißt das auch für unsere deutsche Geschichte? Deutschland hatte nie direkt mit Sklaverei zu tun, aus historischen, bestimmten historischen Gründen, aber wirtschaftlich hat es durchaus auch von der Sklaverei mit profitiert, indirekt, aber mit profitiert. Und die Frage auch, wie gehen wir mit unterdrückten Menschen um? Die Frage, gibt es Vergleiche, die legitim sind, etwa zu der Erfahrung der Unterdrückung anderer Menschen in Deutschland, eines Rassismus, den es auch in Deutschland gegeben hat. Stichwort einfach, dass in Deutschland in Lehrbüchern zu lesen war für die Schulen, dass Juden im Grunde Insekten sind, dass Juden sowas wie Gift sind für eine Gesellschaft, von der sich eine Gesellschaft befreien muss. Was heißt das also dann für die Entwicklung dieser Kirchengemeinschaft? Das sind Dinge, die uns hier deutlich wurden und darüber müssen wir noch vertieft nachdenken. Hierauf kann ich jetzt gar keine Antworten geben, kann nur sagen, ich identifiziere einige Themen, die anstehen und die wir einfach weiter bearbeiten müssen. Was sind andere Dinge, die Sie erfahren haben, die man mitnimmt nach Hause? Also es gibt in der UCC, das haben wir in beiden Conferences erlebt, die wir besuchten, es gibt eine unglaublich reichhaltige Gottesdienstkultur. Eine Kultur des geistlichen Lebens, die wir gar nicht so kennen, die direkt ans Herz geht, die aber trotzdem geprägt ist von einer sehr reflektierten Theologie. Dass das so zusammengehen kann, gute Theologie mit tiefer Frömmigkeit. Und zwar einer Frömmigkeit, die auch sich nach außen ausdrückt, die erlebbar ist, die öffentlich ist. Das ist etwas, was wir hier lernen können und was uns wirklich sehr bewegt. Man kann sicher nicht einfach übertragen, was hier geht zu uns, aber was man schon übertragen kann, ist, dass wir einen ganz anderen Mut entwickeln, unter unseren Bedingungen auch in unserer Frömmigkeit erkennbarer zu werden für andere oder auch in unserer Gesellschaft und das zu verbinden mit einer guten und klaren Theologie. Stichwort Lancaster Theological Seminary. Gibt es konkrete Pläne der Zusammenarbeit? Wir haben in Lancaster eine Runde gehabt mit einigen Professoren, Verantwortlichen der Kirche und der Kirche für die Kirchengemeinschaft und haben dabei entdeckt, dass die Frage der Ekklesiologie, also was ist eigentlich die Identität unserer Kirche, dass das etwas ist, was wir auch gemeinsam bearbeiten können. In der UCC ist diese Frage offen. Denn es kommen ganz unterschiedliche Traditionen zusammen und diese unterschiedlichen Traditionen hatten verschiedene Modelle von Ekklesiologie. Man kann nicht sagen, dass das schon aufgearbeitet ist oder soweit zusammengearbeitet ist, dass eine neue gemeinsame Ekklesiologie entstanden ist, sondern man muss eher sagen, hier leben mehrere verschiedene ekklesiologische Traditionen nebeneinander in einem doch ziemlich breiten Strom, erstaunlich breiten Strom. Und zu auch breiten Strom? Das traue ich mich, ich habe da kein Urteil zu fällen, aber sagen wir mal, er ist so breit, dass man schon fragen kann, was hält euch zusammen? Wo sind eigentlich die Dämme genau und was macht eigentlich diese Dämme aus? Und auch für unsere Tradition steht ja an, dass wir also in unseren ökumenischen Gesprächen ja doch auch eine Situation überwinden müssen, wo wir darüber klagen, dass etwa die römisch-katholische Kirche uns nicht als eine Kirche anerkennt, sondern immer von kirchlichen Gemeinschaften spricht. Das ist richtig deutlich zu machen, dass das diskriminierend ist. Aber viel wichtiger ist nun zu sagen, so, was ist die Ekklesiologie der reformatorischen Kirchen und speziell, was ist die der evangelischen Kirche im Rheinland? Da kann man sicher einiges sagen, was völlig klar ist. Aber es heute zu sagen, heute neu zu sagen, es zu verbinden mit dem, was wir in Veränderungen in unserer eigenen rheinischen Kirche jetzt zu bewältigen haben, das ist sicher eine Herausforderung, der wir uns stellen können und wo wir voneinander profitieren können. Deshalb überlegen wir, ein gemeinsames Seminar zu organisieren, wo wir über diese Fragen von beiden Seiten nachdenken wollen.